Mehr als 400.000 Landminen liegen im Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Israel. Matt hat uns gerade erzählt, dass wenn die explodieren würde, dass da so viel Sprengstoff drin ist, dass es in einem Radius von 50 Metern töten würde. Und die zerstören auch heute noch Leben. Wir treffen einen Mann, der durch eine Mine ein Bein verloren hat. Und wir begleiten die Soldatinnen und Soldaten, die ihr Leben riskieren, damit so etwas nicht mehr passiert. Wir fahren gerade hinter einem Auto der UN-Minenentschärfer her und die werden uns jetzt an ihren Arbeitsort bringen und uns zeigen, wie sie hier im Libanon nahe der Grenze zu Israel die Überbleibsel von Jahrzehnten des Konflikts entschärfen. Die UN-Mission der Minenräumer wird von China und Kambodscha geleitet. Ihre Soldaten sind speziell ausgebildet, um die gefährliche Arbeit zu machen. Entlang der Blue Line haben die israelischen Streitkräfte fast 500.000 Minen verlegt. Die Blue Line ist eine Markierung zwischen dem Libanon und Israel. Sie ist keine offizielle Grenze. Bevor wir das Minenfeld betreten, werden wir über die Lage der aktiven Minen aufgeklärt. Bei der Sicherheitseinweisung wird uns genau eingeschärft, worauf wir achten müssen. Never run into the minefield. Never throw anything into the minefield. Never pick anything up without permission. Do not take a photo without permission. Do not bring any electric device into the minefield. And never stray away from your guys. Nach der Einweisung müssen wir Schutzkleidung anlegen. So, jetzt fühle ich mich sicher. Auch die UN-Soldaten gehen nicht ohne diese Ausrüstung in das Minenfeld. Für den Dreh haben wir eine Genehmigung für die Kamera bekommen. Wenn ihr euch fragt, ob das so unbequem ist, wie es aussieht, oh, nee, es ist noch unbequemer. Aber gut, hier geht es ja nicht um Bequemlichkeit. So ausgerüstet gehen wir jetzt ins Minenfeld. Also es gibt zwei Farben, auf die wir achten müssen, gerade was diese Steine und diese Wegbegrenzung angeht. Die einen sind weiß, wie hier. Das bedeutet, es ist keine Gefahr, aber sobald wir die Farbe rot hier sehen, das bedeutet Achtung Minen, Achtung Lebensgefahr. Deswegen Augen auf. Überall sind hier diese roten, das sind das Mondblumen. Das ist natürlich jetzt aus dem Augenwinkel nicht sehr gut, weil da hinten sind jetzt auch die roten Schilder, sehe ich gerade. Ab hier wird es, glaube ich, etwas, hier wird es ernst. Auch mit uns dabei ein bewaffneter Wachtrupp aus nepalesischen Blauhelmsoldaten. Mit dem Tragen der UN-Flagge signalisieren sie klar, dass hier UN-Truppen arbeiten. Sie sollen Zwischenfälle im Grenzgebiet verhindern. Am anderen Ende des Minenfelds angekommen, zeigt uns einer der Soldaten, wie nah wir der tödlichen Gefahr sind. This is a AT mine. This is the anti-tank mine, so it's very dangerous. The effect of the one mine is around 50 meter. It's for the radius. It can destroy one vehicle and or one tank. So if this would explode, we would basically all be. Yeah. Yeah. Das ist eine Antipanzermine. Und zwar keine entschärfte, sondern eine, die jetzt noch wirklich gefährlich ist, noch wirklich tödlich ist. Und Matt hat uns gerade erzählt, dass wenn die explodieren würde, dass da so viel Sprengstoff drin ist, dass es in einem Radius von 50 Metern töten würde. Also ist darauf ausgelegt, dass sie gepanzerte Fahrzeuge und Panzer sprengen würde. Das ist ein absoluter Overkill, wenn irgendwie ein ungepanzertes Ziel wie wir da drauf laufen würden. In der Regel sind sogenannte Druckzünder bei Panzerabwehrminen auf eine Auslösemasse zwischen 150 und 300 Kilogramm eingestellt. Einzelne Personen lösen sie meistens nicht aus. Trotzdem möchte ich nicht auf eine treten. This AP mine. So does it have some like splinters going around? Or? Yeah, exactly. It designed it for the cut of the legs. Antipersonenminen sind oft nicht dazu gebaut, um zu töten, sondern eher, um Menschen zu verletzen. Sie bedrohen noch Jahre nach einem Konflikt die Zivilbevölkerung und zerstören Lebensgrundlagen. Deshalb wurden sie durch das sogenannte Ottawa-Abkommen 1997 geächtet. Auch die Entschärfer riskieren hier jeden Tag ihr Leben. Ein achtloser Schritt kann tödliche Folgen haben. Deshalb ist immer auch ein Notarztteam vor Ort. Die kambodschanische Soldatin Nyek Supeyanika ist eine der Minenräumerinnen hier auf dem Feld. Die 39-Jährige wurde dieser Arbeit zugeteilt. Nyek demonstriert uns ihre tägliche Arbeit. Sie kann uns den Vorgang nicht an einer aktiven Mine zeigen, da wir sonst einen Sicherheitsabstand einhalten müssten. Erst sucht sie mit einem Metalldetektor den vor ihr liegenden Bereich ab.
schlägt er an, wird die Fläche Stück für Stück freigelegt. Hierfür schneidet sie zuerst das Gras, bevor es dann an die Arbeit im Boden geht. Und dann zeigt man uns doch noch, wie live an einer Mine gearbeitet wird. Wir stehen jetzt gerade wortwörtlich in einem Minenfeld und hinter mir, 25 Meter hinter mir, sind gerade zwei kambodschanische D-Miner drauf und dran zu arbeiten. Und zwar wirklich an scharfen Minen, die sie gefunden haben. Deswegen sind wir hier auch mindestens 25 Meter entfernt. Das ist der Mindestabstand, den wir haben müssen, falls irgendwas schief geht. Falls da, was wir nicht hoffen wollen, so eine Mine unvorhergesehen explodiert, dass wir zumindest eine Chance haben, lebendig hier davon zu kommen. Und es ist eine ganz, ganz komische, konzentrierte Stimmung gerade. Alle sind sehr leise, damit die beiden da hinten ihre Arbeit machen können. Es ist einfach eine super, super seltsame Atmosphäre und ein super komisches Gefühl, hier in einem Minenfeld zu stehen, von dem man weiß, überall hier jenseits dieser Abgrenzung könnte halt falscher Schritt wirklich ganz, ganz, ganz schlimme Folgen haben. Unser Besuch macht die D-Miner unruhig. Sie möchten nicht weiterarbeiten, während wir im Minenfeld sind. Wer hier einen Fehler macht, könnte zum Beispiel einen Arm oder ein Bein verlieren oder sein Leben. Pro 5000 geräumter Minen stirbt weltweit ein D-Miner und zwei werden verletzt, sagen Experten. Auch hier an der Blue Line setzen sie sich dieser Gefahr aus. Aber für was steht Blue Line eigentlich? Die sogenannte blaue Linie wurde im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen gezogen, um den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Südlibanon zu kennzeichnen. Die Markierung wird von beiden Seiten, also von Israel und dem Libanon, anerkannt. Trotzdem handelt es sich bei ihr nicht um eine offizielle Grenze. 2007 fing die UN-Mission im Libanon an, sichtbare Markierungen entlang der Blue Line aufzustellen. Die blauen Fässer sollen dafür sorgen, dass Menschen sie nicht unabsichtlich überqueren. Aber nicht die komplette Blue Line ist so klar markiert worden. An manchen Stellen ist ihr Verlauf unübersichtlich und unklar. In einem Ort nicht weit entfernt von der Blue Line besuchen wir Mohammed, der durch eine Mine ein Bein verloren hat. Viele Menschen hier leben von der Landwirtschaft. Normalerweise arbeitete er 10 bis 12 Stunden auf dem Feld und spielte dann mit seinen zwei Kindern. Nur einige Monate vor unseren Dreharbeiten, im Januar 2023, ist er beim Pflügen seines Feldes auf eine Mine getreten. Mohammed musste mehrere Tage im Krankenhaus bleiben und zahlreiche Operationen durchstehen. Mohammed hat durch die Mine zwar nicht sein Leben, aber seine Lebensgrundlage verloren. Nicht mehr unabhängig zu sein, ist besonders schwer, sagt er. Laut dem Landminenmonitor sind 2021 5.544 Personen zu Opfern von Minen geworden. Das entspricht 15 Toten und Schwerverletzten pro Tag. Auch Mohammed ist jetzt Teil dieser traurigen Statistik. Seine Lage belastet ihn sehr. Vor dem Unfall war Mohammed der Alleinversorger seiner Familie.
das kann er jetzt nicht mehr leisten. Und auch der Alltag fällt schon schwer. Das Haus, in dem er, seine Frau und die Kinder wohnen, ist nicht rollstuhlgerecht. Ein Umbau ist wegen der hohen Kosten unmöglich. Anders als in Deutschland gibt es keine Krankenversicherung, die diese Kosten übernehmen kann. Früher ist Mohammed gerne im Dorf spazieren gegangen und hat seine Verwandten besucht. Heute kommen sie stattdessen zu ihm. Und auch wir werden am Ende zum Kaffee eingeladen. Zu unserer Arbeit als Journalisten gehört es manchmal, uns zum Kaffee trinken einladen zu lassen. Wenn Menschen ihre Lebensgeschichten mit uns teilen, dann nehmen wir diese Einladung selbstverständlich an. Die Familie hätte meinem Redaktionskollegen und Kameramann Fabian sogar die Haare geschnitten, aber wir haben uns auf den Weg zurückgemacht. Als Israel 1982 das erste Mal in den Libanon einmarschiert ist, war Mohammed 5 Jahre alt. Der Konflikt prägt sein Leben nach mehr als 40 Jahren noch immer. Damit seine Kinder in Zukunft nicht ein ähnliches Schicksal befürchten müssen, durchkämmen die Minenräumer jeden Tag Meter für Meter das Grenzgebiet. Wo ich hier gerade stehe, da lagen bis vor kurzem noch Landminen, und zwar gar nicht so wenige. Diese ganzen gelben Steine hier, die ihr seht, das sind alles Markierer, wo Landminen lagen, und zwar israelische Landminen. Seit 2006 haben die Minenräumer im Libanon fast 5 Millionen Quadratmeter Land von Minen, Blindgängern und verbliebener Streumunition befreit. Schätzungen der UN aus dem Jahr 2020 zufolge waren noch rund 31 Millionen Quadratmeter an Boden im Libanon mit Minen, Blindgängern oder Streumunition verseucht. Das entspricht etwa 4.300 Fußballfeldern. Ein D-Miner schafft pro Tag rund 10 Quadratmeter. Das ist so viel wie ein kleines Badezimmer. Wenn wir hier, glaube ich, was gelernt haben, dann erstens, es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, in einem Minenfeld zu stehen. Überraschung. Und dass es unglaublich lange dauert. Also so Minen zu legen, das geht schnell, aber die wieder rauszukriegen, das kann Jahrzehnte dauern. Und das tut es hier ja auch. Also diese Konflikte sind Jahrzehnte her, aber die Minen hier, die sind immer noch potenziell tödlich.